So, hallo. Ja, ich war gerade beim Duschen und ich lasse mir meine Post zum Campingplatz liefern. Und ich hatte eigentlich für Karneval was bestellt auf eBay. Aber ja, das Lieferdatum hat sich so lange rausgezögert und jetzt ist Karneval schon vorbei. Aber gut, für nächstes Jahr. Schauen wir mal, wie es aussieht. Also, ich wollte mich verkleiden als Schäfchen. Wahrscheinlich passt es gar nicht mal, das ist so winzig. Schauen wir mal. Naja, es passt. Ja, okay, was haben wir noch? Ich habe ja für den Fall, dass das eine nicht passt, dann noch was anderes dazu gekauft. Das passt auf jeden Fall. Ich meine, das passt auch. Und da ist sogar noch ein Bändchen. Und? Ja, okay. Und dann? Um ganz sicher zu gehen, eine dritte Kopfbedeckung. Die fühlt sich irgendwie am besten an. Ja, und dazu passend verschiedene Sachen. Ja, die sind, also entweder für die, ich weiß gar nicht wie rum, ich glaube so rum, oder? Und ich weiß gar nicht, welche für die Arme und welche für die Beine sind. Ja, ich bin jetzt schon ein authentisches Schaf, denke ich mal. Also, das ist eine Hose natürlich. Das kann ich jetzt nicht vorführen. Das muss ich separat vorführen. Dann für drüber über die Hose ein Rock. Das sind Sachen, die ich auch so mal anziehen kann. Natürlich kann ich die Schäfchenmützen auch im Winter einfach tragen. Noch eine Hose, eine kurze Hose. Ich wollte einfach sicher gehen, dass mir was passt. Und ich dachte mir, das kann ich im Alltag vielleicht auch anziehen. Noch ein Rock. Der schaut doch auch sehr schäfchenmäßig aus. Und dazu gehört ein Oberteil. Ah, übrigens, den Teil hier habe ich nicht auf eBay bestellt, sondern auf Shein.
Schein ist total billig und ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich da was kaufe, weil ich mir denke, man kann das nicht so billig machen und nicht irgendwas Unethisches machen. Aber was soll ich machen? Ich habe nicht so viel Geld. So, noch ein Rock. Und ein Oberteil, das mir wahrscheinlich gar nicht passt. Das ist so klein. Obwohl das L ist. 4042 EU. Ah, aber das ist. Ah. Das ist dehnbar. Das ist super. Das passt mir dann doch. So, dann haben wir nochmal Stulpen. Ich glaube, die sind noch authentischer. Noch scharfmäßiger. Aber ich glaube, die sind für die Füße. Ja, die sind auf jeden Fall für die Füße, also für die Unterschenkel. Ja, egal wo, Füße oder Arme. Jetzt kommt das schwarze Schaf. Ich finde irgendwie, mein Lieblingsschaf ist schon das Schaf. Und deswegen ein schwarzes Oberteil zum Drunterziehen. Langärmlich. Dann haben wir noch ein Höschen, eine Hose, eine kurze Hose. Das ist das letzte. Natürlich eine schwarze Leggings. Drunter. Ja, also ich kann mich einerseits als Schäfchen verkleiden und andererseits kann ich diese Sachen auch so anziehen. Und ich meine, es ist einfach dann ein Hut für kalte Tage zum Beispiel. Warum nicht? Warum sollte Karneval oder Fasching nur einmal im Jahr sein? Warum sollte man das nicht das ganze Jahr oder den ganzen Winter feiern? Was sagt ihr?